Wenn man selber jetzt nichts zu trinken hat, dann ist das kein Problem. Dann kann man laut der Tradition dieser Region einfach an einen Tisch treten, wo schon Getränke draufstehen, ne? Mit anderen Leuten. Dann klopfst du dreimal auf den Tisch und sagst, macht Platz, hier kommt der Landvogt. Und dann darfst du das alles austrinken. Das ist keine Tradition hier. Nein, ist keine. Aber wenn ich du wäre, würde ich zum Tisch treten. Ich gehe zu wildfremden Menschen an den Tisch und sage, macht Platz, hier kommt der Landvogt und trinkt dein Getränk. Ja. Hinterher, dem Landvogt hinterher. Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Hey! Hallo, junge Mann. Also, jetzt ist aber gut, ne? Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Haust du ab! Ich muss das, sonst verliere ich. Du hast verloren. In erster Linie ist einfach mega eklig, ne? Man sagt ja auch, wenn nur noch so viel in einem Glas drin ist, besteht es zu 35% aus Spucke. Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Nee, mach mal bitte nicht. So peinlich. Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Joko. Du hast mir ja gerade schon mit viel Liebe zum Detail erklärt, wie wichtig diese Weine für diese Gegend hier sind. Hier aus der, das ist die Kultur, ja, ja. Beruht quasi praktisch. Die haben ja nicht nur einen Wein, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, aber die haben ja ganz viele Weine. Ne? Ja, ja. Das Wein ist man schon gut drauf. Ja, Wein, aber stell dir mal vor, man würde alle Weine probieren. So, was haben wir denn jetzt alles da drin? Apfel-Holunderblüte, Rhabarber, Holunder, rote Johannisbeere. So richtig gemischt ist das jetzt noch nicht, oder? Nee. Ja, komm mal, müssen wir noch mischen. Wenn ich du wäre, Joko, würde ich diese Flasche mit auf dieses Fahrgeschäft nehmen, damit alles gleichmäßig miteinander vermischt wird. Glasweifer im Umlauf, der weltberühmte TV-Moderator. Warum ist der am Mikrofon? Er hat den Idioten ans Mikrofon gelassen. Eine Flasche guten alten Obstwein für Sie hier im Konga zu schütteln. Los geht's! Schaukeleistung 100%. Scheiße! Lass mal, ich höre ganz, ich habe so ein Rädchen. Wenn ich daran drehe, dreht sich die Gondel schneller. Wenn du nicht möchtest, dass ich an diesem Rädchen drehe. Was ist denn los? Du musst kotzen. Wie siehst du das denn? Ist die Flasche gut gemischt? Nee, sorry. Das ist nicht, nee. Ich weiß, woran das liegt. Das war jetzt einfach nur eine horizontale. Ne? Wir brauchen noch eine Zentrifugale. Krampf fest. Glaub mir, du wirst den Unterschied schmecken. Er ist ja ganz wackelig auf den Beinen. Was denn? Los. Du bist ganz bleich. Nee, ich hau ab. Was ist denn? Alabama, hau ab. Er hat Alabama gesagt. Nur für euch, es gibt ein Codewort in unserer Historie. Eigentlich rufen wir dann immer einen Arzt. Aber heute nicht. Naja, komm. Ist ja widerlich. Ich glaube, sie hätten gar nicht mischen brauchen. Das war wahrscheinlich von Anfang an eklig. Aber gut, danke trotzdem.
Weißt du, was ich gerade so dachte? Bitte. Wenn ihr so rüberschaut, der Jesus, ne? Also Jesus Christus, übers Wasser laufen, ne? Das konnte der Jesus ja relativ gut, ne? Ja, das konnte der gut. Ich glaube, du kannst das auch. Ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Ich kann das nicht. Klaas, wenn ich du wäre, würde ich mein Talent nutzen und über diesen See laufen. Ich werde pitchnass sein. Joko, du sollst nicht in den See rein. Das ist doch viel zu kalt. Du sollst drüber laufen, Mann. Du sollst doch nicht rein in den See. Du musst Augen machen, wenn ich wirklich jetzt da drüber laufe. Das stinkt so wahnsinnig, ne? Du musst einfach drüber laufen. Dann wirst du nicht nass. Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich war mir hundertprozentig sicher. Ich will dich jetzt nicht enttäuschen, ne? Aber ich hatte meinst du? Das ist auch blöd, dass er da jetzt nass geworden ist. Ja, ich bin pitschnass, ist auch blöd. Entschuldigung. Das ist nicht so, dass ich hier... Joko, du wirkst ja wirklich schon halb tot hier, ne? Ich bin nicht halb, ohne Witz, 10 Minuten kann ich also noch. Also wir gehen jetzt zum Rettungszelt. Ich hab da was vorbereitet, dass du dich mal ein bisschen aufwärmen kannst. Weil wo müssen wir hin? Was hast du gemacht? Warum soll ich jetzt hier stehen bleiben? Weil da vorne diese Sanitäter sind. Ja? Ja. Die würden mir ihren Defibrillator geben. Und ich würde dich jetzt, dadurch, dass du jetzt ja schon halb tot bist, quasi prophylaktisch wiederbeleben, damit es dir besser geht. Also wenn ich du wäre, ja, würde ich mich mal von mir, Joko, prophylaktisch wiederbeleben lassen mit einem Defibrillator. Ja, komm, ganz ehrlich, ne? Wirklich, abermals. Bist du irgendwie schlecht drauf jetzt? Nee, ich bin nicht schlecht drauf, Alter. Ich bin pitschnass, ey. Ich wusste, dass ich lieber ins Wasser laufen kann. Ich hab gesagt, ich mach es, weil ich wusste, ich verliere. Die Nerven verliert er, die Nerven verliert. Ja, weil mir kalt ist, Alter. Meinst du was? Du verlierst die Nerven. Ja, und von mir aus verlieren nicht nur die Nerven, auch dieses Scheißspiel, ey. Wirklich. Klasse, wir umlaufen. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen. Und ihr alle, ne? Super. Dass ihr hier alle steht und so, ja, ja, lass den mal machen. Immer raus, geh mal weg. Immer weg, weil. Abermals. Du bist. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, es gibt einen neuen Zirkus Halligalli-Meister, einen Weltmeister zweier Klassen bei Zirkus Halligalli. Und der heißt Klaas Häufer Umlauf, der böseste Ossi von Werder. Ja.